Der historische Domplatz im Herzen Hamburgs, die Keimzelle der Hansestadt. Erst vor wenigen Jahren gelang es den Wissenschaftlern des Archäologischen Museums Hamburg, nach mehreren Grabungskampagnen, den endgültigen Nachweis zu erbringen. Hier befand sich die legendäre Hammerburg, die der Stadt ihren Namen gab. Ein idealer Standort, direkt an der Mündung der Alster in die Elbe und im Norden angeschlossen an einen hochwassersicheren und gut zu kontrollierenden Handelsweg. Die Hammerburg entstand irgendwann im 8. Jahrhundert, eine kleine sächsische Siedlung mit einer ringförmigen Befestigungsanlage von nur 50 Metern Durchmesser. Doch die Siedlung wuchs. Im frühen 9. Jahrhundert ebneten die Bewohner die kleine Hammerburg 1 ein und ersetzten sie durch eine deutlich größere Anlage. 834 soll der Missionar Ansgar hier, im Schutz der Burg, eine kleine Holzkirche errichtet haben. Die Wikinger kommen! Dann kamen die Wikinger. 845 brannten sie die Hammerburg nieder. Es dauerte ein halbes Jahrhundert, bis sie wieder aufgebaut wurde, mit 120 Metern größer als je zuvor. Die Kontur des Ringwalls ist heute an den nachgebildeten stählernen Wallabschnitten abzulesen. Über den Niedergang von Burg und Siedlung konnte lange Zeit nur spekuliert werden. Des Rätsels Lösung lag aber nicht, wie vielleicht zu erwarten, im Boden der Hammerburg, sondern 500 Meter von ihr entfernt, am gegenüberliegenden Alsterufer. Dort kamen bei archäologischen Grabungen spektakuläre Funde ans Licht, die Reste der sogenannten Neuen Burg. Auf dem Weg dorthin fliegen wir über einige der bedeutendsten Gebäude Hamburgs. Am nördlichen Rand des Domplatzes, lediglich getrennt durch Domstraße und Speersort, erhebt sich die Hauptkirche St. Petri. In ihrem Fundament vermuten Archäologen die Reste von Ansgars Holzkirche, Hamburgs ältestem Gotteshaus. Links wird nun das Hamburger Rathaus mit seinem reich verzierten hohen Turm und den grünen Kupferdächern sichtbar. Es steht, wie alle umliegenden Gebäude, in der Alsterniederung, also nicht wie die Petrikirche und die Hammerburg sicher vor Hochwasser und auf festem Grund. Viele tausend Baumstämme mussten deshalb in den morastigen Boden gerammt werden, um ein festes Fundament zu bilden. Unter den drei flachen grünen Kupferdächern gleich neben dem Rathaus sind Handelskammer und Börse in einem Gebäude untergebracht. Es war das einzige in dieser Gegend, das den Stadtbrand im Jahr 1842 unbeschadet überstand. Ein zweites Rathaus hat sich ins Bild geschoben, zumindest dem Namen nach. Auf dem Dach wehen die Flaggen Hamburgs und der Patriotischen Gesellschaft. Die hat in diesem prächtigen Backsteingebäude nämlich ihren Sitz. Vorher befand sich an dieser Stelle das alte, mittelalterliche Rathaus, das dem Stadtbrand zum Opfer fiel. Auf einem eingegrenzten Areal am Hopfenmarkt fanden in den Jahren 2019 und 20 die archäologischen Grabungen statt, die die entscheidende Erkenntnis für die früheste Geschichte Hamburgs lieferten. Die Hammerburg am Domplatz wurde aufgegeben, um hier eine neue Burg zu bauen. Wäre der Ringwall der neuen Burg heute sichtbar, stünden die Ruinen der Nikolaikirche, ein Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung, genau in der Mitte. 1021 von Herzog Bernhard II. Gegründet, wurde die neue Burg nach nur 2 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Mit einem Durchmesser von an die 170 Metern, die größte, die die Dynastie der Billunger jemals in Sachsen errichtete. Als Bernhard 1023 mit seinem Gefolge hier einzog, überließ er das Areal der Hammerburg dem Erzbischof. Der Ringwall der neuen Burg passte sich in Form und Verlauf der Alsterschleife an. Der Zugang zum Burggelände erfolgte über eine Furt durch die Alster, die zur alten Handelsstraße führte, an der schon die Hammerburg lag. Diese Furt lag unter der heutigen Mühlenbrücke. Ein zweites Tor lag an der Ostseite der Burg. Es führte direkt zur Alster am heutigen Nikolaifleth, zum ältesten Hafen Hamburgs. Der Wall der neuen Burg war über 5 Meter hoch und bestand ausschließlich aus Holz und Erde,
In Stein hat man in Hamburg damals noch nicht gebaut. Dank des feuchten Untergrunds ist er im Boden rund um die Nikolaikirche wie in einer Zeitkapsel konserviert und kann durch Ausgrabungen genauestens rekonstruiert werden. Zuerst ließen die Baumeister Unmengen an Reisig auslegen, damit die Arbeiter in der feuchten Niederung nicht einsanken. Dann wurden auf dem Grundriss des Ringwalls Baumstämme aufgestapelt, zu großen Kastenkonstruktionen gezimmert und mit Tonnen von Erde verfüllt, bis ein stabiler Wall entstand. Zuletzt wuchs buchstäblich Gras über die Baustelle, mithilfe einer Schicht aus Klei und Grassoden. Zur Zeit der Fertigstellung der Burg im Jahr 1023 lebten im mittelalterlichen Hamburg 600 bis 800 Menschen. 120 Jahre lang war die neue Burg der Garant für Hamburgs Schutz und Macht, bis sie 1139 verwüstet und aufgegeben wurde. Erst ein halbes Jahrhundert später kam wieder Leben an die Alstermündung. Die Burgruine wurde zugeschüttet und auf ihr die Neustadt erbaut.